5 Uhr, um 5 Uhr aufstehen oder 4:30 Uhr aufstehen ist nicht immer so meine Zeit. Aber der Termin verlangt es. Ich bin jetzt am Bahnhof um 5 Uhr früh mit Gepäck, habe Audio dabei, Laptop dabei und eigentlich gut vorbereitet für den Vortrag. Was heißt eigentlich? Ich bin gut vorbereitet und fahre heute nach Regen und sind fast 3 Stunden Zugfahrt. Ich fahre vor allem mit dem Zug, wenn es geht, bei meinen Aufträgen, um einfach fit zu sein. Allerdings muss ich sagen, Zugfahren ist auch immer ein Abenteuer. Mal schauen, ob es heute ein Abenteuer wird. Bin jetzt am Münchner Hauptbahnhof. Mein Zug ist auch schon da. Hier hinten sieht man ihn, der rote. Ich fahre heute, wie gesagt, nach Regen und muss einmal umsteigen in Plattling. Also wird eine interessante Sache. Es fängt an zu schneien. Also jetzt wird es interessant, weil Schnee in Niederbayern bedeutet richtig Schnee und nicht nur ein bisschen Schnee. Aber ich bin guter Dinge und werde den Leuten heute was zum Thema soziale Netzwerke erzählen. Erste Zielgruppe ist, erster Termin ist für Direktoren. Knapp 50 Direktoren vom zuständigen Schulamt kommen und lauschen meinen Ausführungen. Umsteigen in Plattling. Noch knapp 15 Minuten und ich bin am Ziel. Und dann schon mal weiter. Hier draußen ist richtig fett Schnee. Also man sieht hier richtig Schnee. Und naja, wird interessant werden. Kalt ist es auch. Ja. Ich bin jetzt angekommen. Technik steht, alles aufgebaut, Beamer, Laptop, also mein MacBook und Audio klappt. Jetzt warten auf die Gäste. Eine Dreiviertelstunde habe ich noch, aber wollte vorher lieber da sein. Bin jetzt in der Volkshochschule in Regen. Sieht super aus, ein Riesengebäude. Und ja, den Raum, den ich habe, heißt Arber, eben wie der Berg. Und da schauen wir einfach mal, ob ich die Schulung gut hinkriege. Tja, und hinter mir trudeln langsam meine ersten Zuhörer ein. Diesmal sind es Direktoren. Schulamt. Schulamt hat eingeladen und ich darf die Direktoren schulen. So, gleich geht's weiter. Ich bin hier im Seminarraum Falkenstein. Natürlich muss es Falkenstein sein in der Gegend. Und ja, schauen wir mal, wie der zweite Kurs reagiert. So, ich bin jetzt hier in der Wartehalle in Bahnhof im Regen. Ich bin nicht rausgegangen, weil es ist ziemlich kalt. Es geht ein blöder Wind, also daher hier mein kurzes Feedback. Also ich hatte 2 Runden, einmal Direktoren, einmal Fachlehrer. Beide sehr, sehr interessiert, beide sehr diskussionsfreudig. Ich glaube, das Thema soziale Netzwerke habe ich deutlich rüberbringen können. Die Gefahren, aber auch die Chancen. Ich bin ja ein großer Freund von die Chancen, von den Chancen. Aber ich muss um die Risiken wissen. Die Veranstaltung hat jeweils 2 Stunden gedauert. Ich konnte also ja, das übliche Programm machen. Ich konnte den Leuten den Medienwandel zeigen, wie Zeitung verliert, wie soziale Netzwerke kommen. Ja, Chancen, Risiken zeigen. Anhand von einigen Bildern, einigen Videos, einigen ja, Erfahrungen. Ich konnte viel aus dem Schulalltag berichten, was mir bestätigt wurde. Ich konnte viel auf ein KMS-Rundschreiben eingehen, das den Lehrern eine Freundschaft mit den Schülern untersagt in Bayern. Da gibt es einen massiven Diskussionsbedarf. Auch die Datenschutzbeauftragten waren anwesend und haben halt viel diskutiert mit mir. Allesamt eine richtig gute Veranstaltung und ich gehe davon aus, dass ich in so mancher Schule in der Niederbayern und in der Oberpfalz auch wieder gebucht werde, mit dabei bin, weil ich denke, ich konnte ganz gut überzeugen. Jetzt fahre ich wieder heim. Und wer jetzt 3,5 Stunden Zugfahrt mit verschiedenen Zügen auf mich nehmen und ich hoffe, dass die Anschlüsse klappen. Viel Spaß. Da kommt der Zug.